Hallöchen und willkommen zurück hier bei The Book of Unwritten Tales 2 mit Wilbur und anderen Konsorten hier. Ah, die Musik. Die Musik ist echt gut, ist glaube ich sogar von echtem Orchester eingespielt worden, soweit ich das mitbekommen habe. War ja durch eine Kickstarter finanzierte Geschichte, dass man quasi Bonus-Geschichten für das Spiel hier finanzieren konnte. Wie zum Beispiel irgendwie Sidequests und Orchester-Soundtrack und solchen ganzen Krams hier. Ist ziemlich cool und eine nette Geschichte, so das auf diese Weise zu lösen. Betrachtet die Treppe, wir haben die Treppe schon mal angeglotzt hier. Was auch sehr cool ist, was auch in den Kommentaren stand, von wegen, dass die Tür hier für verschiedene Größen zugänglich ist, für die Ratte, für normale Menschen. Auch als Vogel kann man hier einfach durchfliegen. Es ist schon ziemlich nett. Oder als kleines Wesen. Wir haben ja noch einige Sachen anzuschauen, einige sehr viele Sachen. Wir fangen einfach mal mit dem Kobold an. Wenn man Wesen beschwört, erschafft man sie. Ich weiß. Ach, das haben wir sogar schon gehört. Ach, ist ja unfassbar. Gerümpel. Wilbur, sag mal was. Die Schule ist nicht im allerbesten Zustand. Aber wenigstens gibt es jetzt wieder eine öffentliche Magierschule in Seefels. Wir werden das Gebäude nach und nach zurückerobern und ich werde mithelfen, eine neue Generation von Magiern auszubilden. Weil du auch voll die Ahnung davon hast, hier als großer Lehrer von Welt. Betrachte die Treppe. Die Schule war in einem schrecklichen Zustand, nachdem sie wieder aufgetaucht ist. Es hat Tage gedauert, bis wir uns im Erdgeschoss halbwegs frei bewegen konnten. In den oberen Stockwerken waren wir noch gar nicht. Und es weiß halt immer noch niemand, wo das Ding war. Von daher ist das ein bisschen problematisch jetzt hier. Mich würde schon interessieren, was es in den oberen Stockwerken zu entdecken gibt. Aber es ist zu gefährlich. Ein magisches Gebäude, das 2 Jahrzehnte auf sich allein gestellt war. Hier tropft Magie durch jede Decke und das kann interessante Auswirkungen haben. Feigling. Hier ist ein Brett. Was auch immer das da macht. Vielleicht schlafen. Wir haben kistenweise Schrott und Müll aus der Schule getragen. Die Bretter da haben wir wohl übersehen. Ich nehme sie mit. Erledigt ist erledigt. Na klar, in deiner kleinen Robe trägst du mal eben 3 komplette Bretter mit. Natürlich neben hier den ganzen Broschüren und den ganzen Zetteln. Alte Münzen, was auch immer wir damit machen sollen. Das Brett können wir nicht hier irgendwie betüdeln, ne? Die Ritterrüstung. Als ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal in die Schule gekommen bin, habe ich mich bei seinem Anblick sehr erschrocken. Ich meine, ich kannte Ritterrüstungen aus Büchern. Aber wenn man sich vorstellt, dass darin ein Mensch steckt... Und das schon seit Jahrzehnten. Ach, Wilbur, der steckt da doch nicht wirklich drin. Das ist doch albern. Wer immer in der Rüstung steckt, muss schon lange tot sein. Außer, es ist ein Gespenst. Ja, das weiß man nicht. Und auch auf einmal ist es ein Wandteppich, wobei der hängt dahinter. Vielleicht zeigen die Farben und Formen auf dem Wandteppich, wem der Ritter einst gedient hat. Ich kenne mich mit diesen Dingen leider nicht gut aus. Im Weißkammgebirge gab es keine Ritter. Vermutlich, weil sie alle im Schnee versunken wären. Ja, aber da gab es Zwerge, das reicht auch. Das waren auch, als Krieger hat das auch ausgereicht. Hier, Wandteppich. Der Wandteppich ist in einem miserablen Zustand. So wie alles hier. Die Farben sind verblasst und... Hey, da ist sogar ein Fadenlose. Natürlich. Nimm ihn einfach mit. Der Teppich scheint magisch zu sein. Erst war es nur ein ganz kurzer Faden. Jetzt ist er bestimmt 4 Schritt lang. Ich reiße ihn durch und nehme ihn mit. Magischen Faden kann man immer gebrauchen. Ich würde sagen, das ist einfach... Warum ist es ein magischer Faden? Das ist ein alter Faden. Das ist einfach nur ein gewebtes Banner. Und dann ist klar, dass das irgendwie aufribbelt, sobald man da irgendwas macht. Binde die Blätter zusammen. Ach, guck mal. Kombiniere den Faden mit der Geräte, natürlich. Ich könnte den Faden durch den Haken am Ende der Gräte ziehen und hätte dann eine Art Nadel. Wow, das ist unglaublich. Hat funktioniert. Und ich kann sogar nähen. Mama hat es mir gezeigt, während Papa Sydney Schweißen beigebracht hat. Ja, das erklärt einiges. So, kannst du das jetzt zusammen nähen? Nähen die Blätter zusammen? Ja, ich könnte die Seiten später zu einer Lage vernähen. Aber noch habe ich nicht alle Seiten beisammen. Das ist ein Argument. Du bist nur zu faul. So, betrachte den dreckigen Fußboden. Hier liegen Würfel drin. Warum das denn? Die Schule ist nicht im besten Zustand. Der gröbste Schrott und Müll wurde schon beseitigt. Aber es wird noch Wochen dauern, bis alles sauber und aufgeräumt ist. Tja, du bist ja auch noch da. Haha, lustig. Das ist nicht einfach nur Staub und Dreck. Es ist hart wie Stein. So als wäre es von tausenden Füßen in den Boden getreten worden. Dabei hat in den letzten 20 Jahren niemand die Schule betreten. Zumindest soweit wir wissen.
Na, aber selbst wenn die woanders gewesen wäre, ich meine, erstmal natürlich die Frage, wie kommt die irgendwo anders hin? Und dann die Frage auch, warum war die da woanders? Vielleicht wurde die ja von anderen Leuten benutzt, so eine Zeit lang, oder haben was da drin gemacht. Und dass es nur durch die Rückreise so zerstört wurde hier. Kann ja gut sein, dass da andere Leute drauf herumgetrampelt haben. Oder natürlich Untote waren hier. Man weiß es nicht. Die Schule ist nicht im besten Zu. Ja, wir können ins Lehrerzimmer. Lehrerzimmer? Verlasse die Schule? Klassenzimmer. Klassenzimmer, Lehrerzimmer? Ja, nee. Kobold haben wir schon gemacht. Was hier denn noch? Ach, ein Blatt Papier, natürlich, die wir brauchen. Was auch immer wir für ein Buch wir uns da zusammenschustern sollen. Was ist das? Ein Blatt Papier. Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Na, natürlich, immer alles mitnehmen, ne? Ich will nochmal sehen, wie sich das hier bewegt, die Kamera. Das ist schon nett, ne? Ich meine, wenn das Bild steht, dann sieht es tatsächlich ziemlich ähnlich wie im ersten Teil aus. Allerdings, wenn das sich dann bewegt, hier die ganze Szene bewegt, dann ist es schon ziemlich nett gemacht. Hat halt dann schon einen recht räumlichen Effekt. Lehrerzimmer, verlasse Schule, ne, wir gehen noch ins Lehrerzimmer, wobei wir haben die Hebel noch, natürlich. Ein Hebel? Keine Ahnung, was der tut. Wahrscheinlich hebeln. Ich bin sehr gespannt, ob jemand stirbt. Ein Fenster. Aha. Nutze den Hebel. Geht es dann wieder zu? Aha, natürlich. Ein Hebel. Keine Ahnung, was der tut. Ja, dann mach auch da was. Ja, total toll. Und? Anderes Fenster. Jau. Haben wir gerade einen Kobold ausgeschlossen hier? Der Kobold da scheint besonders unternehmungslustig zu sein. Er war der Erste, der aus dem Klassenzimmer geschlüpft ist. Und nun dreht er da ganz oben seine Kreise. Haben wir die nicht gerade ausgeschlossen hier oder was? Oder wie oder was? Warum auch immer wir das sollten. Jetzt ist er hier unten. Entschuldigung. Was heißt Entschuldigung? Das war mit Absicht. Aha. Den können wir da ärgern oder was? Das heißt, ach so. Fliegt der dann zum... Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Aber gut, das ist ein Adventure. Man kann was benutzen, also macht man es auch. Von daher passt das schon. Das andere Fenster... Ich habe die Vermutung, dass wir den draußen befördern können mit Schwung. Was auch immer der da machen soll. Ich weiß nur nicht, wie wir den dann wieder hinkriegen sollen. Und angeschaut haben wir den ja schon. Kein Schimmer, wie ich ihn da oben erreichen soll. Nicht nur, dass er sehr weit weg ist, er fliegt auch noch ständig durch die Gegend. Ja, im Moment fliegt er eher weniger. Na, er ist genau vom Fenster. Und tschüss. Ah. Das ist, ich glaube, das können wir dann uns sparen. Oder müssen wir es wieder zumachen? Kommt er wieder rein? Ich glaube nicht, ne? Den haben wir draußen. Der andere macht nichts, ne? Das hatten wir ja schon angeschaut gehabt. Hätte ich Trollgröße, könnte ich ihn vielleicht erreichen. Aber so? Keine Chance. Müssen wir die jetzt alle aus dem Laden hier wieder rausschmeißen? Oder wie sieht das aus? Trockene Bretter? Nee, Zauberstab, launischer Zauberstab. Schieße den Kobold ab. Ich glaube nicht, dass ich ihn treffen würde. Ich ziele nicht sonderlich gut mit dem Zauberstab. Danach zerstörst du den ganzen Laden hier. Das wäre auch blöd. Vielleicht kannst du nämlich mal was vorlesen. Vielleicht schläft er dann ein und landet auf dem Boden. Gut, dann gehen wir ins Lehrerzimmer. Hebel haben wir gemacht hier, alles andere wahrscheinlich auch. Schicker Kamin. Direktor Bloch? Ah, Professor Wetterquarz. Da sind Sie ja endlich. Ich habe einige Aufgaben für Sie. Och nö, ich habe doch schon genug Aufgaben hier gemacht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Naja, welche Aufgaben haben Sie für mich? Sie unterstützen die Ratsvorsitzenden, oder? Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Ich will offen sein, Professor Wetterquarz. Sie haben ein Magier-Diplom, haben aber nicht die erforderlichen Prüfungen abgelegt, um als Lehrer arbeiten zu können. Beglaubigte Zeugnisse? Eine schriftliche Bewerbung? Nichts. Sie sind nur auf Empfehlung des Erzmagiers hier.
Das stimmt. Aber es gibt nun einmal einen Magiermangel und jeder muss sein Bestes tun, um... Sein Bestes tun ist schön und gut. Es ersetzt aber nicht die formelle und eigentlich obligatorische Ausbildung zum Lehrkörper für höhere Magie. Na, so kann man es natürlich auch sagen. Wenn der Erzmagier mir vertraute, dann können sie das auch. Das ist jetzt hier so Einschüchterungstaktik, ne? Die Schülerin hat meine erste Schulstunde gefallen. Oder welche Aufgaben haben sie für mich? Na, wir gehen hier taktisch vor. Aber Erzmagier Alistair traut mir zu, hier an der Schule zu unterrichten. Nun ja, Magier haben einen wohlbekannten Hang zum Chaos. Ich versuche noch immer, mir einen Überblick zu verschaffen. Die Aktenführung in dieser Schule spottet jeder Beschreibung. Ratsvorsitzende Van Buren will diese Lehranstalt neu organisieren und endlich Struktur in die Sache bringen. Ich unterstütze sie voll und ganz in diesem Ziel. Das korrekte Führen der Schulakten muss wieder die vornehmliche Aufgabe des Lehrkörpers werden. Nur so ist eine effiziente Kontrolle des Lernfortschritts und der Lernmethoden möglich. Ja, im Moment wissen wir noch nicht so wirklich, was wir hier eigentlich machen sollen. Ich meine, klar, wir haben den Hinweis oder wir haben eine Ahnung, dass wir ein bisschen uns darum kümmern müssen, dass die Sybil Van Buren da keine zu große Macht bekommt und dann hier alles in so einen, ja, in so einen businessorientierten Laden verwandelt. Aber was wir jetzt speziell, also warum Wilbur gerade hier betroffen ist von irgendwelchen Sachen, warum wir ihn spielen müssen, das wissen wir noch nicht so ganz, oder? Oder sehe ich da schon was? Ich habe vielleicht keine formelle Lehrerausbildung, aber ich habe meine Schüler in der ersten Stunde begeistert. Ich habe gezaubert und man konnte richtig sehen, wie der Funke übergesprungen ist. Nicht wörtlich natürlich. Es war kein Feuerzauber oder sowas. Sie haben gezaubert? Ja, und jetzt wollen Sie das auch können. Sie wollen es lernen. Laut meinen Aufzeichnungen stand Geschichte der Zauberei auf dem Lehrplan. Ja schon, aber... Professor Wetterquarz, es ist für den Lehrerfolg von entscheidender Bedeutung, den Schülern feste Strukturen zu bieten und sich exakt an den Lehrplan zu halten. Ja, aber die Schüler... Hätten sie eine ordnungsgemäße Ausbildung genossen, wäre ihnen das bekannt. Ich werde diese Verfehlung in Ihrer Akte vermerken. Und zukünftig haben Sie sich an den Lehrplan zu halten, werter Kollege. Och Mann, wo bleibt denn der ganze Spaß hier bei Menno? Sie haben vorhin Aufgaben erwähnt, Herr Direktor. Richtig, ich habe zwei Aufgaben für Sie. Wie Sie vielleicht wissen, soll morgen früh die Schule vom Erzmagier offiziell eingeweiht werden. Wichtige Vertreter aus Politik und Wirtschaft werden anwesend sein und wie Sie unschwer sehen können, befindet sich die Schule in keinem angemessenen Zustand. Ratsvorsitzende Van Buren hat einen Hausmeister eingestellt, doch er kann die Arbeit alleine nicht schaffen. Helfen Sie ihm bis morgen, den Boden in der Eingangshalle zu reinigen und die Spinnweben zu entfernen. Ja, wir sind doch wir sind Professor oder zumindest, Dozent, da kann man doch nicht verlangen, dass wir hier den Boden schrubben. Also Quatsch. Ich soll die Eingangshalle fegen und von Spinnweben befreien? Ist das wirklich meine Aufgabe als Lehrer? Ja, allerdings. Eine Schule ist eine Teamaufgabe. Also müssen Sie tun, was ich Ihnen sage. Wenn Sie gesagt hätten, ich solle die Flugkobolde loswerden, hätte ich das ja noch verstanden. Welche Flugkobolde? Wenn hier magisches Ungeziefer herumschwirrt, muss es entfernt werden. Kümmern Sie sich darum, Wetterquarz. Boden, Spinnweben, Flugkobolde. Bringen Sie das in Ordnung. Okay, also einen haben wir ja schon weggemacht, obwohl wir noch gar nicht wussten, dass wir es machen sollten. Aber ich meine, gut, das bot sich halt an, ne? Und was ist die zweite Aufgabe neben den Aufräumarbeiten? Und abgesehen vom Aufräumen, was gibt es noch zu tun? Die Inventur hat ergeben, dass diverses Schuleigentum abhanden gekommen ist. Unter anderem die Schulbibliothek. Ein Raum fehlt? Korrekt. Ich habe den Erzmagier danach gefragt und er bestätigte mir, dass es den Raum früher gab. Er weiß nicht, wo der Raum jetzt ist. Sprach davon, dass er sich vielleicht verstecke oder gerade auf Reisen sei. Ich finde das ungehörig. Ich will diesen Raum. Wir sind eine Schule und brauchen eine Bibliothek. Das finde ich auch. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind der Magier.
Tja, und er nicht, oder wie, oder was, oder wo? Sie unterstützen den Ratsvorsitzenden, oder? Sie unterstützen die Ratsvorsitzende bei der Wahl, oder? In der Tat. Wir müssen schnellstmöglich einen umfangreichen Beamtenapparat aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln. Dafür erscheint mir die Ratsvorsitzende die logischere Wahl als ein Magier. Aber keine Angst, Wetterquarz. Ich halte Ihnen Ihre politische Naivität nicht vor. Als Schuldirektor bin ich neutral und handle stets nach den Regeln der Schule. Und in der Schule ist politische Einflussnahme verboten. Erzählen Sie das mal der Ratsvorsitzenden Van Buren. Was ist das? Eine der Wahlkampfbroschüren, die Ratsvorsitzende in meinem Klassenraum ausgelegt hat. Ich werde mich darum kümmern. Sie verlangen sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles bis morgen früh schaffen kann. Bis morgen früh? Sie haben bis 72 Uhr Zeit. 72 Uhr? Ich habe mein eigenes metrisches System der Zeitmessung entwickelt. Ein Tag hat 100 Stunden, die aus 100 Minuten a 100 Sekunden bestehen. Alles andere ist zu verwirrend. Dann habe ich noch nicht einmal bis morgen viel Zeit? Für einen ordnungsgemäß diplomierten Lehrer stellt es kein Problem dar, auch mal das Unmögliche zu schaffen. Oder soll ich in Ihre Akte vermerken, dass Sie sich den Ihnen gestellten Aufgaben nicht gewachsen fühlen? Nein, ich werde es schaffen. Sehr gut. Danach können Sie Feierabend machen und den morgigen Schultag vorbereiten. Die Sache ist klar. Direktor Bloch will mich scheitern sehen. Aber erstens werde ich den Erzmagier nicht enttäuschen. Zweitens mag ich diese Schule. Und eine Schulbibliothek wäre toll für die Schüler. Und drittens gibt mir die Arbeit für den Direktor die perfekte Gelegenheit, die Augen für Remy offen zu halten. Ich wollte gerade sagen, er drückt uns so viel unmöglichen Krams auf oder so. So viel Krams, der irgendwie ziemlich schwierig zu sein scheint. Deswegen, Aktenschrank, können wir den einfach so durchsuchen hier? Ach so. Okay, Aktenschrank. Schülerkartei schließen. Albert Allardyce, Axel A. Ronson, Beavis Deepwood. Aha. Es wurde mir empfohlen, dass ich alles durchlese hier. Mehr oder weniger. Allardyce, Albert. Er scheint ein sehr guter Schüler gewesen zu sein. Aber es gibt viele Einträge wegen unangebrachter Zwischenrufe und Fragen. Und was ist das? Albert Allardyce, aha. Ich gehe mal zurück. Ich bin mal gespannt. Wir müssen ja wahrscheinlich irgendwas Spezielles suchen, oder? F bis J. Welchen Namen brauchen wir denn? Das sind zu viele, als dass man die alle einfach so durchgehen sollte. Thunderflash klingt auch toll. Foff. Fluffy Foff. Verwandelte pures Gold in ein schmackhaftes Stück Brot und widerlegte damit die alte Redensart, dass man Gold nicht essen könne. Schade, dass der Text fehlte. K bis O. Aha, das ist was ausgedingens worden. Aha, von Hain, hier from the hills. Wen suche ich denn eigentlich? Habe ich jetzt irgendeinen speziellen Namen, den ich brauche? Ich glaube nicht, oder? Russell the Undead, Percy Smith, Peter Troll, Tja, das sind alles so englische Namen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich genau suche. Wie gesagt, es wurde mir empfohlen, das alles hier durchzulesen, beziehungsweise anhören zu lassen. Wie? Da ist nichts? Da ganz am Ende? U bis Z, Schülerkarte schließen. Ich weiß aber nicht, scheint mir ziemlich viel zu sein. Also da könnte man bestimmt am Ende einer Folge mal machen, aber jetzt hier zu zwischendurch ist vielleicht auch ein bisschen ungünstig.